Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Will of the Abyss. Wir sind immer noch hier in der Dürrwüste unterwegs. Ne, Windwüste, so heißt es. Und wir sind kurz vor unserem Ziel. Also es sollte nicht mehr lange dauern, bis wir da ankommen werden. Jetzt ist halt die Frage, wie verzweigt ist das hier noch alles, bis wir da ankommen. Es könnte hier ganz schnell hier rüber gehen, aber es könnte auch noch sein, dass hier noch überall was ist. Daher, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern wir gehen weiter mit unserer schönen Grabfähigkeit, die wir ja jetzt seit neuestem haben. Dann gibt es da oben direkt Geisterlicht, das nehmen wir mit und gehen hier durch. Hier gibt es anscheinend mehrere Wege. Was ist denn das jetzt hier, Fieses? Okay. Wow, da muss man ja richtig toll aufpassen. Was ist denn das? Okay, da muss ich auch erstmal durchblicken. Wow, okay. Ich sterbe nicht sofort, wenn ich da getroffen werde. Ich gehe mal hier mal entlang. Okay. Und einen Gegner gibt es da auch noch. Den Gegner könnte ich früher, später bestimmt noch gebrauchen. Ich heile mich mal kurz. Das war natürlich jetzt nichts. Aber nochmal heilen. Und weiter geht es. Also wie gesagt, den Gegner, den werde ich eventuell wirklich noch brauchen. Ach, am Rand ist alles heiß. Ich darf da gar nicht hin. Das ist ja fies. Wie fies ist denn das denn? Nochmal kurz heilen. Kann sein, dass hier meine ganze Energie bei drauf geht. Ich habe das Gefühl, dass es mal wieder einen Grafikbug bei der Energieleiste gibt. Und zwar die ganz zwei linken, oder drei müssen das sowas sein, die werden nicht angezeigt. Auf jeden Fall interessant. Ah, die Steine da sehe ich nicht. Ich gehe mal hier ein bisschen entlang. Das Geisterlicht nehme ich da gerne mit, dass ich mal auf die andere Seite gelange. Nur das Problem ist, man darf hier halt nicht stoppen. Oh, na toll. Na toll! Jetzt bin ich wieder hier. Warum ist da jetzt plötzlich ein Gegner? Der war doch eben noch nicht da. Erstmal wieder alles nachgeholt, was ich jetzt nicht geholt, also was ich wieder nachholen musste. Oh, das ist dadurch, nee, das geht nicht, das geht nicht. Das ist zu eng, das ist zu eng. Da müssen wir doch von hier aus irgendwie gucken, dass wir weiterkommen. Was habe ich denn jetzt eigentlich das Geist? Ach, das Geisterlicht, da habe ich jetzt nicht geholt. Ich gehe nochmal kurz zurück. Warte, da ist noch ein Geisterlicht. Da, rechts ist noch eins. Aber da weiß ich nicht, wie ich daran kommen soll. Das ist vielleicht für später. Das kann gut möglich sein. Toll. Immer. Dieses bisschen Schaden ist unnötig. Okay, schnell hier durch. Nochmal kurz heilen. Hallo. Ah, ich bin an dieser Wand. Nervig. So, hier durch. Wo war... Achso, ich sehe diese blöden Steine da nicht. Ich weiß, Augen aufmachen, aber... Die sind da so unscheinbar. Muss ich ganz ehrlich so sagen, die sind sehr unscheinbar. So, jetzt sind die Energiezellen auch wieder alle sichtbar. Kurz hier hinter. Warten. Oder halt auch nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ach, hier einfach warten. Okay. Das Gebiet ist sehr, sehr fies. Da muss man wirklich das perfekte Timing so gesehen drauf haben. Boah, das war jetzt knapp. Ist da oben was? Nur heiße Quellen. Auf heiße Quellen stehe ich jetzt sehr weniger. So, sonst hier vielleicht ein Durchgang. Aber jetzt anscheinend noch nicht. Vielleicht später mal. Okay, gehen wir hier hoch. Haben wir hier Gegner. Wie besiege ich diese Gegner am besten? Ich entsende mal eine Flamme. Obwohl, das war jetzt nichts. Dann hier die Wache mal mit. Und den Stachel hätte ich gerne. Hallo, ich will da mal raus. Irgendwie war ich da gerade auch so ein bisschen gefangen. Komm, besieg ihn. Besieg ihn. Huh, Mensch. Ist das knapp. Okay, größerer Raum mal wieder. Ein größerer Raum mal wieder. Da kann ich einfach so durch. Ah, ein Portal. Das ist ja nice. Das ist auch gerade für mich gerade gut, weil meine Energie, meine Lebenszellen waren gerade nicht so vorhanden, sag ich mal. Jetzt bin ich wieder aufgefüllt und kann mit neuer Kraft weiter. Und der Wind wird immer stärker hier. Ein Wunder, dass der Wind uns jetzt noch eher weniger interessiert. Okay, das sind Stacheln. Oder sind die Stacheln im Hintergrund? Nein, die sind nicht im Hintergrund. Alles klar. Dann gehe ich nochmal kurz hier hoch. Ich glaube, ich muss mit dem Ding da oben arbeiten. Aber ich möchte nochmal kurz meine Gesundheit wiederherstellen. Wenn wir einmal so ein Portal hier in der Nähe haben, dann muss ich das auch nutzen. So, hier mal rüber.
mit Kuros Feder ein bisschen gleiten. Hier kann ich runter. Was ist denn hier? Laut Karte eine Sackgasse. Aha, so ein Gegner. Wir hatten ja auch vorhin da so einen Gegner, aber ich weiß nicht, wofür man den hätte gebrauchen können. Wofür brauche ich diesen Gegner hier? Um mich hier hochzuschleudern? Ich glaube fast ja. Aber ich hasse diese Mechanik mit diesen Gegnern. Weil ich weiß nicht, warum sie manch... Guck mal, da explodiert... Nee, der geht da einfach jetzt gegen den Stachel. Also die Mechanik dieser Gegner finde ich halt so fragwürdig. Ich kann den irgendwie nicht mit nach vorne nehmen. Und ich weiß nicht, warum, was ich da anders machen muss. Nee. Aber ich brauche den halt. Würde ich mal schätzen. Oder schaffe ich das auch so? Aber... mit bisschen Anlauf... Nee, das schaffe ich so nicht. Oder vielleicht hier links mal hoch. Höher komme ich nicht. Nee, höher komme ich nicht. Und wieder in die Stacheln rein. Sehr gut. Ich muss das mit diesem Gegner machen. Oder übersehe ich hier etwas? Falls ich was übersehe, ja gut, dann melde ich das eh. Ja, irgendwie zurechtbiegen. So, jetzt, guck mal. Nein, er ist weg. Der Gegner ist weg. Aber jetzt hat es wenigstens geklappt, dass er bis nach vorne kommt. Komm her. Vielleicht muss ich... Nee. Also in seiner Nähe sein, bringt schon mal nichts. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal einer. Guck. Ich hab doch die Taste gedrückt. Ah ja, der Gegner war einfach zu weit weg gerade. Nochmal neu, nochmal neu. Komm her, komm her. Hallo? Da. Wow, ich dachte, er geht schon da in die Stacheln rein. So, jetzt kann ich hier hoch, mich hier durchdingsen. Ich muss... Aha. So, 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 sehr schön. Was ist denn da unten? Mysteriöser Samen, neuer Questgegenstand. Alles klar. Gehen wir mal kurz hier hoch und dann... Ah, das... Ich habe die Taste 2 gedrückt, aber es hat nicht reagiert. Ah, ich hasse es manchmal. Das heißt, nochmal neu. Aber jetzt habe ich wenigstens den Dreh mit dir hier raus. So, zack. Ah, ich bin nicht nah genug. Ich bin nicht nah genug. Naja, Versuch. Also man merkt, dass man auch im Spielverlauf jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist. Weil die Passagen doch allesamt sehr schwer sind. Und gerade habe ich die falsche Taste gedrückt. Manchmal komme ich mit L und R durcheinander. Weil für manche Moves braucht man L, für andere Moves dann plötzlich R. Und da war er jetzt zu schnell. Weil zum Graben zum Beispiel brauche ich R. Zum Stoßen, dass ich mich vom Gegner wegstoße, brauche ich L. Oder generell das Stoßen ist halt alles auf L. Ja, das passt, das passt. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier. Hallo? Was war denn das gerade? Ja, ist schon besser. Okay, ich gehe nochmal kurz hier hin. Ja, ja, das sah schon besser aus. Dann hier hoch. Okay, ich bin oben angekommen. Ganz links ist noch ein Gorlek-Erz und das ist insgesamt ein riesiger Raum hier. Wir gehen erstmal hier weiter. Weil ich habe die Vermutung, dass es gleich, dass wir gleich am Ende sind. Benutze Ding zum Betreten. Okay. Ja, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Ich gucke kurz, ob hier noch was anderes ist. Nee, gerade ist hier nichts. Ist die Frage, soll ich jetzt noch kurz hier links hin? Aber es geht ja auch da irgendwie hoch. Wir gehen da noch nicht zum Gorlek-Erz. Wir gehen jetzt hier in diesen Tempel rein. Der Weg öffnet sich erst, wenn das Herz weiß, dass es sicher ist. Vier Irrlichter müssen sich versammeln, um das Tor aufzuschließen. Ich habe nicht genug. Das heißt, ich bin noch zu früh hier. Das ist noch keine Aufgabe für jetzt. Positiv, wir haben jetzt schon mal einiges erkundet. Negativ ist natürlich jetzt, dass ich hier nicht weiterkomme. Vier Geisterlichter, Irrlichter, wie auch immer. Genau, vier Irrlichter müssen wir finden. Wie viel haben wir aktuell? Steht das irgendwo, wie viel wir insgesamt haben? Zwei haben wir. Wir haben zwei Stück. Okay, also, das ist was für deutlich, deutlich später.
Jetzt gucke ich, ob ich noch an das Gorlek-Erz da rankomme. Das wäre sehr wünschenswert. Dann haben wir noch ein weiteres Gorlek-Erz. Wenn ich da jetzt nicht rankomme, dann ist es nicht so schlimm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Doch, da komme ich ran. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ein bisschen runtergleiten lassen, falls hier noch was sein sollte, aber das sieht nicht dann aus. Nee. Alles klar. Dann ist der Plan, jetzt zurück zur Siedlung zu gehen. Die Siedlung ist hier hinten. Und jetzt können wir ja graben. Bedeutet, wir kommen bei dem einen Moki weiter. Und anschließend muss ich mir einen Plan machen, wo wir jetzt weitermachen. Genau, der Plan muss unbedingt sein. Schade, dass es da jetzt wirklich nicht weitergeht. So, ich könnte auch mit Grom schon mal reden. Ach komm, Karte. Hier links muss ich hin. Ich rede mal kurz mit ihm. Die Mokis sagen, du hättest meine Heimat besucht. Oder das, was davon übrig ist. Sie nennen es nun die Windwüste? Was? Ich schätze, sie haben ihren echten Namen vergessen, sofern sie ihn je kannten. Sie hieß Girora. Eine wundersame Stadt aus stolzem Stein und buntem Glas, aus massiven Säulen und erhabenen Türmen. Sie hätte es verdient, dass man sich erinnert. Wir erinnern uns jetzt daran. Aber ganz ehrlich, die Stadt sah nicht so schön aus mehr. Es ist so gut wie nichts mehr vorhanden. Dächer über Köpfen, es ist Zeit, neue Behausungen zu bauen. Und zwar auf dem großen Baum am Feuer. Das machen wir jetzt. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. Mehr Häuser bedeuten mehr Moki. Ja, mehr Moki bedeutet auch mehr Leben hier in der Bude. So, wo musste ich nochmal hin? War das hier? Das war hier. Und jetzt bin ich gespannt. Ich kann hier graben. Ich kann hier graben, um hier ans Geisterlicht zu kommen, wenn ich nicht so dumm bin. So, wunderbar. Aber ich dachte, hier ist auch noch für Moki das. Ein Moki. Ah nee, das ist ja in dieser düsteren Höhle, die wir schon mal bereist haben, wo wir aber dann nicht mehr weiterkamen. Genau. So, stillen Wald kartografieren. Da haben wir 71% voll. Ich weiß nicht, ob das ausreicht für Lupo. Wir können da mal ja vorbeischauen. Sonst haben wir im stillen Wald zumindest nichts. Ich sehe zumindest hier, obwohl hier ist auch, das gehört zum Stimmen. Ich würde vielleicht da nochmal hingehen, ob ich da vielleicht jetzt inzwischen rankomme. Probieren wir mal. Um wirklich diesen stillen Wald möglichst zu kartografieren, vielleicht reicht das dann schon für Lupo, dass wir mit Lupo reden und dass er uns dann, dass wir die Quest dann halt abschließen können. Das wäre ja eigentlich ganz gut. So, jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir jetzt nach oben? Hier lang. Hier rüber. Hier hin. Achso, hier war der Stein. Hier war der Stein. Okay, da kommen wir nicht weiter. Und hier sind wir ja auch schon durch. Können wir ja nichts weiter machen, leider. Ah. Das ist doof. Von vielleicht hier mal hin. So, von hier aus vielleicht nochmal versuchen hochzurennen. Hier muss doch irgendwo ein Schutz sein. Hier muss doch irgendwo ein... Es gibt keinen Schutz mehr hier. Der Schutz ist weg. Okay, gut, dann können wir das vergessen. Hier kann ich mich durchgraben. Hier kann ich mich durchgraben. Und zwar ist hier eine Lehmzelle. Ich bin nämlich gerade da bei Lupo. Hier in der Siedlung. Okay, einfach ein Fragment einer Lehmzelle. Nice. Und hier müsste doch Lupo, glaube ich, gewesen sein. Genau. Stille Kale Quest aktualisiert. Was? Was stand da jetzt? Erkunde den stillen Wald und weiter und bringe alles von Interesse zu Lupo. Also, das ist noch wohl nicht genug, was wir gemacht haben. Haha, wenn das nicht mein Lieblingsforscher stillen Wald ist. Das ist das letzte Stück, das wir brauchten. Diese Karte sieht fantastisch aus. Jetzt kennen wir jeden Winkel. Jetzt werde ich mich nie verirren. Nicht, dass ich jemals dorthin gehen werde. Als mein Kartografie-Lehrling erhältst du nun einen Rabatt auf alle Karten. Rabatt finde ich nice. Ist trotzdem sehr, sehr teuer. Energiezellen offenbaren, Lehmzellen offenbaren, Splitter offenbaren. Ist trotzdem mega cool. Wir haben über 6000 Geisterlicht. Aber ich lasse, also das mache ich noch nicht. Das, ja, spare ich da auf. Und tatsächlich haben wir die Quest dann doch jetzt komplett abgeschlossen. Nice. So, ich bin jetzt bei den Luma-Seen. Hier gab es noch was zum Graben. Und zwar hier ein bisschen Geisterlicht.
Ich kann es auch nochmal kurz auf der Karte zeigen, wenn die Karte geladen wird. Da bin ich gerade. Da bin ich gerade. Und genau, vielleicht komme ich noch zum Gorlek-Erz. Vielleicht. Guck mal. Ja, zum Gorlek-Erz können wir jetzt gelangen. Ich muss nur schnell machen. Sehr, sehr schnell machen. Ach, warum ist hier ein blöder Fisch? Fisch, geh mal weg. Und zack. Tschüss, Fisch. Also, da müssen wir wirklich sehr, sehr schnell sein. Zack, zack, zack. Und hier schnell durch. Nein, ich war doch schon durch, aber ich bin nochmal abgeprallt. Das ist doch nicht wahr. Und zack. Hier raus. Zack. Sehr, sehr schön. Wir sind durch. So kommen wir nämlich auch ans Gorlek-Erz. Und dann geht es hier wieder zurück. Schön, dass wir jetzt so einige Dinge nachholen können, die wir sonst jetzt nicht machen konnten. Was wir auch nicht machen konnten, ist das hier. Aber ich glaube, das hatte andere Gründe, warum wir da nicht weiterkamen. Kamera! Danke. So, ich bin nämlich jetzt hier bei den Lumaseen. Hier gibt es ja auch noch dieses kleine Gebiet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da jetzt weiterkommen. Oder? Ja, doch. Guck mal. Das können wir hier nutzen. Das können wir hier sowas von nutzen. Wir können auch hier mal so durchgehen. Das hier zerstören. Achso, unten ist eine Sackgasse. Und oben geht es für uns weiter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Daher, mal kurz hier hoch. Und haben wir hier ein Fragment einer Lebenszelle mal wieder. Yay. Aber bloß nicht von den ganzen Viechern hier treffen lassen. Dich ignorieren wir auch einfach mal, so wie ich es kann. So, gut. Dann haben wir nämlich dieses Gebiet auch endlich mal auf der Karte erkundet. Ist ja schon seit einer ganzen Weile so grau und so unerkundet. Vor allen Dingen halt unerkundet. Das ist ja so gar nicht schön. So, das können wir auch mal zerstören. Ich glaube, hier ist der weiterführende Weg. Obwohl, ich weiß es nicht. Geht's hier weiter? Keine Ahnung, ob es da weitergeht. Könnte sein. Aber hier ist ein Brüsch. Ich glaube, es ist der normale Weg hier oben. Ich mach mal den Brüsch hier im Boden mal kurz weg. Ey, du solltest das doch nicht. Ah, dass man mit diesem Ding nicht bestimmen kann, wohin man zielt. Das ist ein bisschen doof, aber okay. Okay, hier geht's immer weiter runter. Auch immer mal checken, ob da noch ein paar Geheimgänge sind. Zum Beispiel hier in der Ecke. Nein, leider nicht. Oh, du solltest eigentlich einen Sprint nach draußen machen, aber hat er nicht gemacht. Dann hier rüber. Okay, also es ist jetzt nichts der Rede wert hier, aber ist trotzdem ganz schön, das auch mal gesehen zu haben. Jetzt geht's halt hier noch runter, aber vorher hier noch rüber. Denn hier ist noch eine Energiezelle, die ich natürlich auch mitnehme. Ist ja klar. So, die Krabbe mal hier weg. Von oben haben wir gerade auch noch angegriffen. Das stört mich aber relativ wenig. Und wir springen jetzt hier runter. Am besten mit der Feder, damit ich hier... Wow, was bist denn du für eine kranke Spinne? Damit ich halt hier nicht getroffen werde, aber... Hier sind halt kranke Spinnen am Start. Ist das eine Fledermausspinne? Die sieht so Fledermausmäßig aus. Ist ja cool. So, dich auch mal ganz schnell weg. Ist hier ein Bruschierbohnen? Nein, kein Bruschierbohnen. Hätte sein können. Und dann sind wir jetzt hier draußen. Da oben ist noch ein Geisterlicht laut Karte, aber wie ich da rankommen soll, ich habe kein... Obwohl? Hier rüber. Dann hier hin. Und dann haben wir das eingesammelt. Sehr schön. Ich gehe mal hier noch weiter, falls hier noch mehr ist. Nichts, wo ich mich dran hangeln kann. Vielleicht könnte ich da auf die Plattform rauf. Aber das brauche ich jetzt auch nicht, weil ich glaube, das haben wir da schon alles geholt. Genau. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Part heute. Wir haben jetzt noch kein neues Gebiet angefangen, weil... ja, das können wir im nächsten Part dann machen.
Wo es dann für uns weitergeht, weiß ich noch nicht ganz. Eine Möglichkeit wäre hier oben auf den höchsten Berg. Da müssten wir, glaube ich, von hier aus weitergehen. Da war aber so ein Bär, der geschlafen hat. Daher weiß ich nicht, ob wir da weiterkommen. Oder vielleicht gibt es hier noch irgendwie was. Kann auch sein, weiß ich nicht. Und andere Möglichkeit wäre hier unten. Da müssten wir dann hier weiterkommen. Ich weiß aber nicht, warum wir da damals nicht runtergehen konnten, was uns daran gehindert hat. Weiß ich auch nicht mehr. Das werden wir dann im nächsten Part sehen, wo wir weitermachen können. Und sonst, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Und, ich muss jetzt kurz die Gegner hier besiegen. Ja, Leute, ich will den Part beenden. Darf ich hier nicht in Ruhe den Part beenden? Ich hau einfach ab. So. Ah, nächster Gegner. Komm, du bist schnell besiegt. Du bist schnell besiegt. Und diese blöde Mücke verfolgt mich. Geh mal weg. Und tschüss.